Hallihallo und herzlich willkommen zu der Shifu Garnison, die neue Tier 4 Unit aus der Season 8. Die wird natürlich wieder über Herausforderungen freigeschalten. Auf der Stufe 1 gibt es den 3 Tage Lease, die hat mir sehr viel Spaß gemacht. Auf Stufe 2 XP Marken und Stufe 3 hat man die rüstigen Rentner dann schon. Auf Stufe 4 eine ganz, ganz wichtige Doktrine, die sollte ich auf jeden Fall versuchen freizuschalten. Macht einfach wirklich nochmal die Unit stärker. Gucken wir uns mal die Attribute an, die es gibt. Die Unit hat einen sehr, sehr hohen Lebenspunkte-Pool, sind 24 Mann stark, hat einen sehr, sehr guten Einfluss für eine Tier 4 Unit in Verbindung mit dem Season-Buff. Ist auch relativ zügig unterwegs, hat auch diverse gute Angriffswerte und gute Defense-Werte. Die sind komplett in Ordnung, hier nochmal hervorzuheben. Der Stichschaden ist wahrscheinlich hier die größte Schwachstelle, weil die nicht so viele Schilde haben. Wer es nicht weiß, die Shifus ist 3x8, nämlich aufgeteilt in Schwert und Schild, in Langschwert und in Stangenwaffen und hat natürlich hier eine gute Formation, das ist quasi so ein Schildwall und eine Charge-Formation über den Keil, hat auch nochmal einen coolen Effekt, wenn ihr unter 40% Leben fallt, dann erhöht sich euer Schaden um 25% und der Angriff generiert 10% eurer maximalen Lebenspunkte und je nachdem wie viele Kollegen überleben, ihr könnt die immer wieder in den Kampf rufen, richtig coole Sache. Dann gab es hier noch keinen Rückzug, das ist im Endeffekt einfach eure Formation, bricht relativ schnell auf, immer wieder regelmäßig klicken und dann habt ihr noch hier letztes Gefecht, das ist im Endeffekt so eine Option, dass ihr ne, nochmal ähnlich wie kein Rückzug, bloß noch mit ein bisschen mehr Buffs macht und natürlich hier den ganz normalen Charge. Wie ihr die Einheit nun skillen wollt, das ist natürlich euch überlassen, ich persönlich nehme hier aber den unteren Weg, liegt einfach daran, dass ich denke, die Tankiness in der Unit mit den Buff, den wir gerade gelesen haben, vorschriftsmäßig, ist eine gute Ergänzung. Kommen wir nun mal ganz kurz noch auf die Doktrin. Meine Doktrinempfehlung für euch wäre hier natürlich die Shifu-Doktrine Stufe 1. Die kriegt ihr, sobald ihr die Shifus freigeschalten habt, Klammern Phase 3, gibt es in Haoqing wieder eine Questreihe, die ist wirklich kinderleicht und die würde ich euch auf jeden Fall empfehlen zu machen, damit ihr nochmal 600 Lebenspunkte mehr kriegt. Insgesamt kommt ihr dann, wenn ihr unten lang skillt, auf fast 14.000 Lebenspunkte. Ist eine Menge. Und dann natürlich hier nochmal so allgemeine Doktrin. Wie gesagt, die Shifu ist jetzt nicht einer besonderen Gattung zugeordnet. Und hier unten natürlich meine Phase 4 Doktrine. Der Slot ist schon frei und warm gehalten. So viel dazu zu meiner Doktrinempfehlung. Auf geht's zum Gameplay. Die Shifu-Garnison ist wie gesagt eine mobile Tank-Einheit. Hat den Nachteil, die ist nicht so breit. Also ne, ihr könnt jetzt nicht so einen riesigen Bereich abdecken. Könnt aber wieder die 1 klicken und dann formatieren die sich. Anschließend natürlich auch die 2 regelmäßig triggern. Wie ihr seht schon, die sind die 1 schon wieder ab. Wenn die manchmal außerhalb der Formation sind, losen die ihren Buff. Und wie gesagt, die 1 hat auch den ähnlichen Effekt wie die 2. Ihr seid immun gegen Kontrolleffekte. Solltet ihr unbedingt ausnutzen. Dann gibt es nochmal hier den Charge. Den kann man sich natürlich auch in der F1-Formation geben. F1-Formation finde ich persönlich jetzt hier nicht nachteilig, weil die Schilder auch vorne sind. Und ihr seht einfach jetzt, wie die sich hier durchfressen. Die machen natürlich einen guten Hit. Aber X und V ist hier eher bedingt möglich. Obwohl die wirklich eher über die statischen Kampf kommen mit der 1 und mit der 2. Und ja, das war's soweit zum Gameplay. Ich zeige euch nochmal einen Ausschnitt aus meinem Stream. Fix töten, bevor die aufschließen. Ihr habt Philipp getötet! Warum trägt er den weg? Typ war tot. Ein Hoch auf die Rentner, ein Hoch auf die Rentner. Gesnackt. mein Kollege wird da angegriffen. Denkt ihr, die kommen raus, wenn ich jetzt hier reinrenne? Wir testen's! Für das Team! Für Schottland! Natürlich nicht! Lassen Sie ihn zurück! Wir müssen ja. Ah, guck mal, einer ist gerade Slowy 2.0.
Ich stelle mich jetzt hier hin. Mach die 1. 1. Mach die 2. 2. Oh. Alarm. Wir bleiben hier als Tank stehen. B ist meistens nur von agilen Units geprägt. Und was soll ich sagen? Ich gehe jetzt hier runter, weil die Vorteile können ich nicht wirklich pushen. Und ja, I feel it! Da wollte er mich tragen! Aber die Rentner haben mich gerettet. Haltet die Position! Rentner des Westens! Wartet, bis die Sonne aufgeht! Die Rentnerrettung, ja! Ich würde sagen, das ist eine gute Rentenversicherung. Mal hinter uns. Blocken! Oh, das muss ich für mein Video nehmen hier, das Spiel. Weg mit denen!